In diesem Video seht ihr, wie man einen gerissenen Gurt an einem Rollladen austauscht. Im Normalfall ist euer Rollladen, wenn der Gurt gerissen ist, schon unten. Falls das jedoch nicht der Fall sein sollte, müsst ihr den Rollladen als erstes ganz nach unten lassen. Dann wird der Deckel geöffnet. Und der Rollladen entweder bei Stahlachsen an der Achse ausgehängt oder wie in diesem Video bei einer Holzachse von der Achse losgeschraubt. Sobald alle Befestigungen entfernt worden sind und die Achse frei ist, wird der Gurtrest von der Gurtscheibe gezogen. Jetzt wird der neue Gurt an der Scheibe eingehängt und die Achse bei einem Fenster ca. 5 bis 6 Umdrehungen und bei einer Türe ca. 8 bis 9 Umdrehungen aufgewickelt. Dazu dreht man die Achse von unten nach oben. Wenn dann genügend Wicklungen auf der Gurtscheibe sind, wird der Rollladen wieder an der Achse befestigt, also entweder eingehängt an einer Stahlachse oder wie hier im Video an einer Holzachse verschraubt. Jetzt muss noch der Gurt im Gurtwickler eingehängt werden. Und dann kann ein Probelauf gemacht werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einführen des Gurts im Gurtwickler findet ihr auf dem Link unten links und auf meinem Channel. Am Schluss wird der Deckel wieder geschlossen und ein weiterer, hoffentlich erfolgreicher Probelauf durchgeführt. Durch diesen zweiten Probelauf stellt man sicher, dass der Rollladen nicht an der Isolierung des Deckels streift. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Auf meinem Channel findet ihr mehr Videos rund um Rollladen und Sonnenschutz. Auch, wie man einen Gurtwickler richtig einfädelt.